Moin Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Part von Yu-Gi-Oh! 5 Thieves, Tech Force 4. Okay, let's go. Kali kam ein. Stimmt, warte mal, Freunde, ich habe hier gleich meine PC noch auf. Kann ich auch gleich aufmachen, Freunde. Und zwar habe ich hier ein richtig geiles Deck da noch drauf. Und zwar das Finsternis-Deck hier. Und genau nach diesem Rezept werde ich es dann auch machen, Freunde. Ich werde aber dann gucken, was ich dann für Karten brauche. Ich werde das genau 1:1 nachmachen von meiner PSP aus. Weil das einfach nur mega geil ist. Das Deck ist übertrieben geil. Ich habe das so gut gemacht. Das Deck hat 44 Karten und basiert darauf, dass man finsternes Monster auf den Friedhof legt. Das ist alles. Und das kann man eigentlich so mega gut machen. Und das ist so schnell, das Deck. Und es ist auch noch so mega gut. Oh, ich liebe dieses Deck. So, Kali Carmine. Ach, Yusei Fudo und Joker. Hallo. Okay, wer ist? Ich duelliere mich. Ein Duell, na klar, fangen wir an. Okay, viel Glück. Glaube an die Karten, da kannst du nicht verlieren. Ja, das machen wir auf jeden Fall locker easy. Locker easy, easy. Und ja, das machen wir auf jeden Fall locker easy, Freunde. Kein Problem. Ich sehe in diesem Duell kein Problem zu gewinnen. Yeah. Auch ich habe das Duellieren erlernt. Ja, die ist Reporterin normalerweise, damit du Bescheid wisst. Und ja, sie ist halt Reporterin. Ganz einfach. So, bam, lass das hier. Bams, du bist dran. Jetzt gibt es keinen zurück. In Ordnung, ziehen. Dab, 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 dab. Oh nein, für jeder ist offene Wahrsage, Hexe, Monster auf dem Spielfeld erhält jedes andere offene Monster. Nein, halt den Maul. Das störe ich dann in einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sie angreift oder so mit 1000, mit 2000 ATK oder sowas. Dann verliert sie nämlich 2000 ATK und verliert noch Lebenspunkte, weil dieses Monster 2100 Death hat. Na Freunde, das wird richtig spaßig. Oh, nervt doch nicht rum, Alter. Das nervt übelste. Okay, wir müssen auf jeden Fall diese Ketten-Dingsbums da auf jeden Fall ausschalten, weil das nervt. Wenn diese Gegner kannst du ein Monster aus dem Spiel entfernen, um eine Karte zu ziehen. Diese Karte hält. Okay, na 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 na. Bau, bau. Warte mal, welche Synchro-Monster haben wir? Wir haben hier eins mit 7. Aktiviere diese Karte in der Hand von deiner Karte, wirst nehmen sich wie auf dem Spielfeld. Okay. Bau jetzt nicht. Zack. Okay. Diese Wahrsagehexen sind eigentlich relativ schwach. Aber fangen die ja mal alle, glaube ich, so ungefähr um die 0 ATK, 0 Dev. Gibt da auch Mods. Sorry. Es gibt auch Monster, die. Oh, sorry. Die. Für die man ein Tribut herlegen muss. Und die haben auch nur. So gesehen. So gesehen auch nur 0 ATK und 0 Death. Aber das ist halt relativ schwach. So, verringere die Stufe aller Monsterkarten in deiner Hand bis um 2. Okay. Dann werfe ich jetzt erstmal diesen Prometheus hier ab und kann den anderen Monster. Das kann das andere Monster hier rufen ohne Probleme. Das hat jetzt 3 Stufen. So, dann hätten wir jetzt erstmal noch Xebel Bellum. Zack. Ohne Probleme. Bam. Wenn diese Karte dem Gegner Kampfschaden hinzufügt, okay, erst wenn sie Kampfschaden hinzufügt. Okay, bam, erstmal greifen wir mit diesem Monster hier an. So, dann können wir jetzt ein finsternes Monster aus dem Spiel entfernen, um meine Karte zu ziehen. Die brauche ich eh nicht. So, dann Karte ziehen. Übrigens, diese Karte bekommt ja pro finsternes Monster im Friedhof noch 100 ATK. Was ich auch ziemlich mega cool finde. Und ach, die Karte kann nur eine Karte von der Hand des Gegners nur abwerfen lassen, wenn der auch über 4 Karten in der Hand hat. Oder halt 4 Karten hat. Okay.
So, diese Karte kann ich nicht beschwören. Diese Karte ist eigentlich mega geil, die ich jetzt auf der Hand habe. Aber erfordert halt zwei Tribute, das ist mega. Die ist halt mega stark und hat auch einen ziemlich coolen Effekt, wie ich finde. Also du kannst halt entscheiden, ob er diese Karte ziehen kann, also die nächste Karte, die er oben auf sein Deck bezieht, ja, oder sich befindet. Kannst du entscheiden, ob du sie oben drauf tust, also ziehen lässt ganz normal, oder ob du sie ganz unten ins Deck tust. Das ist einfach nur fies. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann es halt sehen. So, erstmal setzen wir diese Karte. Und Attica, Bros. Bam. So, dann wollen wir natürlich noch eine Karte ziehen. Ich brauche ja nicht so viele Finsternis-Monster im Friedhof. Wofür denn? Ich kann kein Monster anrufen. Gar nichts kann ich machen. So, bam. Verlierst du also mal ein bisschen was an den Schaden, würde ich mal sagen. So, da hast du noch 3600. Sie liegt aber echt ziemlich schlecht. Oh, ich wusste, dass ich heute Pech habe. Ach, halt die Fresse. Bitte, bitte, bitte ziehen! Okay, bin immer gespannt. Bin ich mal gespannt. So, Monster verdeckt. Okay. Nein! Ich könnte es aber trotzdem abwehren. Ich könnte es abwehren, Jungs, also wieso sollte ich es ja nicht machen? Das Problem ist halt immer noch, wie viele Monster habe ich im Friedhof? Ich habe, glaube ich, nur eins. Perfekt! Okay, du bist am Arsch. Jetzt opfere ich halt noch zwei Monster, jetzt habe ich drei Monster und kann dieses Monster auch noch gleich mitrufen. Okay, ihr seid am Arsch. Ihr seid am Arsch. Oh mein Gott. Ja, diesen Effekt aktivieren wir auf jeden Fall. So, erstmal aus dem Spiel entfernen hier. Weg mit verräterischen Schwerter. Die Karte ist einfach nur richtig fies. So, die restlichen tun wir auch natürlich entfernen. So, was ist denn verdeckt hier? Oh, Justy zerbrechen, miese Karte. So, dann weg mit dir. So, dann haben wir gewonnen. Locker, easy. Guck mal, Leute, Alter, wir haben hier richtig. Boah, wir haben hier eine richtige Macht stehen. Okay, das war relativ easy. Bams, 2800 nochmal und wir hätten sogar nochmal 2200 Schaden machen können. Also, boom. Ah, das ist schlecht. Nein, ich werde nicht weinen. Aber wir haben nur sau wenig Lebenspunkte. Wir haben sau wenig DP bekommen. Nein, die war auch schwach. Die war ziemlich schwach und ziemlich schlecht. Mist, ich habe verloren, aber danke für ein tolles Duell. Ja, das war ein tolles Duell. Ich weiß, warum ich dich mag. Jo. So. Was ich noch herausgefunden habe, und das hätte ich schon längst herausfinden sollen, dass man mit den Charakteren reden kann. Das wusste ich eigentlich schon, aber ich habe es nur vergessen gehabt. So, Meisterfall, wenn du weißt, wie du mit denen hier umgehen musst, wirst du Nummer 1 vielleicht. Brauches bin auch ich. Okay. Montags ist Finsternis-Pack, also das will ich auf jeden Fall nicht verpassen. Finsternis ist meine Stärke. Ja gut, aber mal, kauft man so lange halt Meisterfallen. So, magische Hüte, automatische, wenn deinem Gegner mit Monster mit 1000 oder mehr ATK halt Spezial oder zeige einen Eisenkern von Kalkomero, zerstöre die beschworenen Monster. Okay. Zerstöre jedes Monster, dessen ATK höher sind als seine Grund-ATK. Das ist jetzt nicht so die geile Karte. Wirf eine Karte ab. Beschwöre ein Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung vom Friedhof eines Gegners auf deine Spielfeldseite. Und dein Gegner beschwört ein Monster von deinem Friedhof. Die Monster werden während des. Okay. Das sind gar nicht so geile Karten. Die Karten finde ich jetzt nicht so Bombe. Muss ich ehrlich sagen, finde ich nicht so geil.
Die Karten sind halt nicht einfach, die sind einfach nicht so geil. Was ist denn da los mit euch? Das ist doch nicht so geil. Naja, guck mal. Hier ist auf jeden Fall nichts los. Hier sind nur Duellanten, die nicht so geil sind. Hier ist jetzt Jack Atlas. Das ist auch ein ziemlich wichtiger Hauptcharakter. Gegen den ich unbedingt mal kämpfen möchte. Also ein Duell haben möchte. Das ist einer der besten sogar. Das ist, glaube ich, der zweitbeste Duellant in dem Spiel. Bin mir da gerade nicht sicher. Ist sowas wie Kaiba halt. Und Yusei Fudo ist halt sowas wie ein Yugi. So, Jack Atlas. Yusei und Joker. Was führt euch hierher? Ich möchte ein Duell mit dir haben, Bro. Jetzt zeige ich dir, wie sich ein Jack Atlas duelliert. Viel Glück. Glaub an die Karten, dann kannst du nicht verlieren. Na dann, let's go. Ich habe aber Respekt vor denen. Der hat auf jeden Fall ein gutes Deck, das weiß ich. Ich zeig dir meine unglaubliche Kraft. Aber lieber selber gespannt. Genieße es, solange du es kannst. Monster verdeckt setzen. Spielzug beendet. So, dann hätten wir jetzt... Oh, ich hab's vergessen, ne? Das mit der automatischen Kette, was ich richtig nervig finde. So, lassen wir es jetzt mal in die Angriffsposition. Ich will eigentlich den jetzt in die Verwegenheit locken, also in die Sicherheit, so dass er mich angreifen kann. Und dann gucke ich mal, was er so kann. Großteil Golem. Nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So, aber was ich jetzt gleich mache ist... Nee, Raikiki-Brecher. Da muss ich ja meine Karte hier ablegen, aber die möchte ich gar nicht ablegen. Muss ich aber, muss ich wohl oder übel mal machen. Was? Muss ich halt wohl oder übel machen. Kann ich halt nicht anders. So, Obsidian-Drache, bitte in die Verteidigungsposition. Und jetzt angreifen. Aber ich bin, glaube ich... Was, halb oder gar nichts? Okay. Halbiere bis zum Ende der Battleface die Artikale Monster, die er kontrolliert. Beende die Battleface. Ich halbiere einfach die ATK. Von mir aus. Wenn ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, angreift oder angegriffen wird, liegt am Ende des Damage selbst ein Torzählmarker auf diese Karte. Während deiner Mainphase kannst du diese Karte auf dem Friedhof legen, um ein Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand zu beschwören, dessen Stufe kleiner oder gleich der Anzahl der... Oh, das ist nicht mal eine scheiß Karte. Das ist eine ziemlich geile sogar. Aber die kann mich ja mehr auslecken. Weißt du? Mit mir spielst du nicht. Ich bin dir auch einen Schritt voraus. So. So, dann geht's auch hier. Das Dumme ist halt bei dieser Halb- oder gar nicht Karte ist, dass ich entscheiden kann. Also der Gegner kann entscheiden. Halbiere ich jetzt der Dicker oder... Beende ich einfach die Battleface. Und das kann halt nur nach seinem Vorteil dann funktionieren. Und das ist halt nicht so geil. So, dann hat der K mit beiden Monstern. Und er kann nichts tun. Ah, ein vernichtender Schlag, dein Stil gefällt mir. Es war nur 1200 ATK. Ah. Deine volle Kraft. Gefällt mir. So, Bams. Genieße es, solange du es kannst. Ziehen. Schau es dir an. Monster in Angriffsposition beschwören. Oh nee, nicht dieses Viech. Oh.
Okay, das ist mies, aber ich habe überhaupt kein Monster in der Hand. Shit. Aber ich kann Michizura aktivieren. Weg mit dir, Zwillingsschwert. Weg. Der hat aber auch kein Monster auf der Hand, was ich ziemlich geil finde. So, finsterer Jäger, Bärms. Ah, ich hab, wie viele Monster habe ich im Friedhof? Ach stimmt, dieses... Oh, wieso habe ich denn überhaupt im Deck, Mann? Der ist doch gar kein... Was, bekannter Ritter ist auch kein Feuer? Achso, doch, der ist doch. Ja, bekannter Ritter ist auf jeden Fall, Finsternis, ja, Finsternis. Oh, wieso hatte ich überhaupt einen Cliffhanger gerade? Verstehe ich nicht. Naja, ist auch Wayne. So, sieht ziemlich gut aus für uns. Wir könnten eigentlich im nächsten Zug gewinnen. Tue so, als hättest du Schmerzen. Dann schlag er zu. Ich bin dran. Das ist Unterhaltung. Oh, ich bin mal gespannt, welche Karte der gezogen hat. So, wenn er jetzt nichts Gescheites hat, dann ist er nämlich am Arsch. Ja, es war klar. Naja. Tu so, als hättest du Schmerzen, dann schlag er zu. Okay, das haben wir schon mal gelesen. Okay. Die geht halt durch Death, aber die ist halt nicht so ganz krass. Wenn man die angreift, dann geht sie sofort in die Verteidigungsposition, was ich ein bisschen nicht so geil finde. So, was ich aber ziemlich geil feiern könnte, ist, wenn ich jetzt dieses Monster opfere und sein Monster hole, aber das reicht nicht für einen direkten Angriff. Also, der stirbt dadurch nicht. Brauche ich noch 500 Lebenspunkte noch. Hätte er dann noch. Ist halt nicht so geil. So, klappt das? Klappt das? Habe ich genau drei Monster im Friedhof? Ich glaube, ich habe nur zwei. Ne, vier. Ist das beschissen? Okay, das ist echt beschissen. Wie kann ich denn ein Monster aus dem Friedhof entfernen? Nee, Freunde, es sieht nicht gut aus. Also wir können auch nicht gewinnen, noch nicht mal annähernd. Das ist das Problem hier gerade. Aber was ich jetzt für eine Idee habe. Na, der hätte jetzt noch so 300 Lebenspunkte. Nee, 300 Lebenspunkte verliert er jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich sein Monster jetzt genau holen, wenn er mit diesem Mittelteil-Golem angegriffen hätte. Hätte der 500 Lebenspunkte verloren. Es wären genau die 500 gewesen, die gefehlt hätten, wenn ich dieses Monster hier übernehmen würde. Aber das funkt halt immer noch nicht. Ich kann nichts machen. Ich kann gerade noch nichts machen. Ich muss jetzt abwarten, ich kann nichts machen. Da bin ich mal gespannt, was mir da einfällt. Und ja, das ist nicht mal so dumm. Das ist gar nicht mal so behindert. Bam, bam.
greif mal dieses Monster hier an. Reicht halt nicht, aber wir haben wenigstens eine geile Karte auf dem Feld. So, jetzt kann ich entscheiden, ob er die Karte ziehen darf oder nicht. Jetzt seht ihr es auch zum ersten Mal. So, jetzt kann ich entscheiden, welche er zieht. Blutrotes Feuer. Aktiviere diese Karte nur, wenn der Gegner einen Zauber oder Fallenkarte aktiviert, die Schaden so viel. Solange du einen... Oh, kannst du von mir aus ziehen. Kannst du von mir aus ziehen. Hilft dir nämlich gar nicht. Wenn du schon ein Deck spielst, was auf Rotdrachen, Erzunterwälder basieren soll, dann solltest du ja auch versuchen, den so schnell wie möglich zu bekommen. Sonst bringen dir die Fallenkarten und so weiter gar nichts. Was bringen die Karten dann bitte? Oh, nicht der. Das ist ein Kackvieh. So, mal gucken, was er jetzt zieht. Guck mal. Mystischer Weltraum-Typhoon. Kann er von mir auch auch ziehen. Was soll mich daran jetzt stören? Die Gegner aktivieren diese Karte sowieso nicht sofort. So, was ich aber jetzt machen könnte, ist nämlich jetzt erstmal finstere bewaffnete Drache abwerfen. Und dann kann ich auch dieses Monster hier rufen. Bam. So, weg mit ihr. Dieser finstere Resonator, der kann mir erstmal... Der kann erstmal hier bleiben, ist mir erstmal Vain. Völlig Vain Train. So, bin ich mal gespannt. Welche Karte ziehst du? Zwillingsschwert? Nee, du darfst diese Karte nicht ziehen. Weil ich habe keinen Bock, dass du jetzt ein Monster ziehst. Ha, der hat kein Monster gezogen. Wie geil. So, dann let's go, Freunde. Wir haben so gut wie gewonnen. Jetzt noch nicht ganz. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Und zwar ändere die Position des gegnerischen Monsters. Bams. Zack, locker easy gewonnen. Ich hätte ein bisschen weniger unterhaltsam sein sollen. Tja, Bro. So leicht geht das. So, das heißt, ich habe verloren. Ja, das war ein tolles Duell. Ich weiß, warum ich dich mag. So, da haben wir ein kleines Herzchen aufgefrischt. Aber ich würde sagen, nicht, dass es jetzt erstmal war mit dem Part. Also noch nicht ganz. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal den Tag beenden. Du gehst, na gut, wir sehen uns. Und jetzt mit ein bisschen mit Yusei reden, dass wir ein bisschen das Deck hier auffrischen. Dass wir ein bisschen die Beziehung hier auffrischen. Ich liebe dich doch, Bro. So, ja, das ist ganz einfach. Beziehung auffrischen. So, da sind wir auch noch in dieser Gegend hier gelandet. Ich werde auch versuchen, hier auch alles dann genau zu... erklären, genau jede Gegend mal zu beurkunden und so weiter. Das müsst ihr, das müssen wir eigentlich schon im Laufe des Spiels auch mal sehen, also alles. Aber Nervin, den kennen wir auf jeden Fall noch nicht. Also da werden wir dann mal ansprechen. Du bist doch Joker. Ich habe schon von dir gehört. Ich heiße Nervin. Hab gehört, du verstehst dich gut mit Yusei und Rally. Du bist heute auf der Suche nach Karten. Hört sich gut an. Wir sehen uns. Alles Gute. Wenn ich welche über habe, gebe ich sie dir. Komm doch wieder vorbei. Ah, das ist der Typ, der immer Karten gibt, aber der gibt nur schlechte Karten, also damit du Bescheid wirst. Danke, dass du gekommen bist. Wie geht es dir? Reden, wir reden über Karten. Und ihr seht ja hier auf den Karten... warte mal. Ihr seht hier Stufen über diese Karten, also Sternen.
Dinger hier oben. So viele Versuche haben wir, also wir können so oft mit denen über dieses Thema dann reden. Also hier in dem Fall fünfmal und nur einmal. Person von Interesse. Ich wüsste gern mehr über diese Typen. So, das hat ein bisschen jetzt das Herz ein bisschen aufgefrischt. Weil man halt über den gesprochen hat, welche Personen für sie verdienen. Weil man halt gefragt hat, welche Person dieser Person interessiert. So, über Karten. Da wir gerade von Karten sprechen. Kennst du den Namen dieser Karte? Ja, kenne ich. Das ist ganz oben. 11 Meteoriteneinschlag. Gut gemacht, Joker. So, nochmal. So, das ist Maron, außergewöhnlicher Hund. Bams. Maron, außergewöhnlicher Hund. Gut gemacht, Joker. Ich bin kein Hund. So, das ist auf jeden Fall Zuru, der Ritter der finsteren Welt. Bams, über Karten nochmal. Eiskönigin. Okay, wir haben schon etwas das Herz aufgefrischt, wie ihr seht. So, das ist auf jeden Fall Herzunterwelt, der Murmeltier der Rauchlosigkeit. Das kann nur das sein. Überduellieren. Da wir gerade von Duellen sprechen. Was sagen mir die Karten? Du verstehst mich einfach nicht, wie? Vielen Dank. Was? Sauber, genauso. Jetzt verstehe ich es. Ich muss einfach nur den überbieten. Also ihr seht da zum Beispiel Blatt und dann müsst ihr halt einfach eine Schere aktivieren. Ich habe jetzt einen richtig guten Lauf. Darauf könnte ich mir glatt etwas einbilden. So, dann nochmal. Was sagen mir die Karten? Vielen Dank. Alter, wir haben fast ein Herz aufgefrischt, Freunde. Das Reden bringt auf jeden Fall viel. Übersprecher. Meine Stimmung ist total im Keller. Es gibt anscheinend wirklich nichts zu lachen. Ah, starten hier. Schlecht, nein. Sehr gut. Sehr gut. Nein. Fuck! Sehr gut, sehr gut. Böse. Okay, das ist auch nicht ganz schwer. So, hier ist der Start. So, sehr gut, ja, passt. Ja, das ist auch ziemlich einfach. Ob ich wohl stark genug bin, meine Freunde zu beschützen? Ja, bestimmt. So, sehr gut. Ja, perfekt. Perfekt! So, ob ich wohl stark bin? Hast du doch schon mal gesagt. Ja, von mir aus. Bams. So, noch einmal. Sau nice. Ich würde sagen, wir sehen uns aber auf jeden Fall hier im nächsten Part erst. Das Spiel könnte doch noch ziemlich schnell vorbei sein eigentlich. Das war schade, aber das geht wirklich ziemlich schnell eigentlich. Könnte ziemlich schnell passieren. Aber ich werde versuchen, auf jeden Fall hier noch alles zu zeigen und so weiter, natürlich, meine Freunde. Aber das war's erstmal für diesen Part von diesem Spiel hier. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part von Yu-Gi-Oh! 5Ds Tag Wars 4, meine Damen und Herren. Yeah, baby.